Gitarre! Bana bir bardak su ver ki sana bu kurşun hikayesini anlatmaya devam edeyim. Onu öldürmeliydin. Ya o seni öldürseydi? Bizde su içene yılan bile dokunmaz derler. Peki bu yaptığına diğer askerlerin tepkisi nasıldı? Sen benim bu olayı anlattığım ilk askersin. Biz bir birliktik. Ve bize verilen emre göre çarpışmak zorundaydık. Ama ben tek olduğumu ve sadece kendim için yaşadığımı hiçbir zaman unutmadım. Savaştan geriye bana sadece şu son kurşun kaldı. Al bunu. Yanında götür ki bana kendini sağ salim getiresin. Ich werde Ihnen nun die Bedeutung von Kameradschaft erklären. Kameradschaft bedeutet, aufeinander zu achten und sich zu schützen. Dies ganz besonders, wenn wir Kameraden unter uns haben, die sich äußerlich unterscheiden. Unterscheiden kann man sich durch Behinderung, durch Angewohnheiten oder durch die Hautfarbe. Schütze Güne, vortreten! Rühren! Schütze Güne, was ist das für eine Patrone? Sie ist von meinem Großvater. Er hat sie aus dem Koreakrieg mitgebracht. Auf welcher Seite hat Ihr Großvater gekämpft? Für die Amerikaner. Herr Unteroffizier! Richten Sie die Waffe auf die Zielscheibe, Schütze Güney. Schießen Sie, Schütze Güney. Ich kann nicht hauen auf Feldwebel. Stellt euch vor, ihr seid im Krieg. Gegenüber steht der Feind. Was würden Sie tun? Ich würde schießen, Herr Hauptfeldwebel. Korrekt. Schießen Sie, Schütze Güney. Ich kann nicht, Herr Hauptfeldwebel. Schießen Sie, Schütze Güney. Das ist dein Befehl. Schütze Güney, zurücktreten.